Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 488 und das Räder ist die Mod. Nein, natürlich nicht. Wir stehen vor dem ersten Gebäude. Wir haben heute ein paar Sachen hier, platzierte und auch noch zwei Traktorenmäßige, nee, ein Traktor und eine Forstmaschine, glaube ich. Ja, wir fangen aber erstmal an. Wir haben hier diese, ja, es läuft meistens irgendwie als polnische Scheune, polnisches Gebäude, warum auch immer. Aber so soll es wohl sein. Ich weiß gar nicht hier, oh, die kleine Luke ging auf, ohne dass sich was bewegte. Ah, man kam auch durch. Okay, das ist also schon mal eine Art Garage. Hier in die Ecke könnte man dementsprechend auch was reinstellen. Man hat hier den Boden ein bisschen auf alt und dreckig getrimmt. Das ist auch okay. Hier an der Seite kann man leider nicht ganz so viel reinstellen, weil die Werkbänke hier dann im Weg sind wahrscheinlich. Und man kann hier auf der anderen Seite wieder raus, gehe ich mal von raus. Ja, so sieht es denn von der Seite aus. Und dann hat man auf der Seite hier... das Ganze geschlossen. Das sind einfach nur Garagen zum Reinfahren, weil wenn wir hier auf der Seite geguckt haben, ne, texturenmäßig und sowas, sieht das alles soweit ganz okay aus. Hier der Überstand nicht ganz so schön, aber ja, ne, man stupst da nicht überall mit der Nase drauf. Hier sieht man, dann sind es halt dann einzeln oder zweigaragige Teile oder zwei Garageneinheiten oder wie auch immer. Also wir haben hier auch Licht drin. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo das Licht herkommt, aber das soll vielleicht da oben die Lampe sein, die selber dann aber keine grafische Veränderung bringt, sage ich einfach mal so. Ne, hier haben wir dementsprechend noch die nächste Doppelgarage, können wir auch rein und raus marschieren. Und hier haben wir eine etwas größere Variante, wo auch ein größeres Fahrzeug reinpasst. Ja, das ist okay soweit. Hier haben wir dann auch nochmal Licht. Da wird es auch einfach nur hell und eine Lampe an sich. Das da oben sieht aus wie eine Lampe, aber an sich sieht man da nicht den Lichtkegel da nicht herkommen. Also wie gesagt, wer halt hier was sucht, um ein paar Kleinigkeiten und kleinere Sachen unterzustellen, ist hier genau richtig. Damit hätte man schon was Passendes. So, dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Das ist hier die Landbauer Schüttguthalle. Genau, die gibt es in verschiedensten Versionen. Ich habe hier mal zwei Stück hingestellt. Hier seht ihr einmal, das ist einmal für Gerste, einmal für Weizen. Die Schilder drehen sich immer schön mit. Und einmal für Hafer. Und wenn ich hier dementsprechend reingehe, kann ich hier mit R erstmal den Lichtpart ein- und ausschalten. Ne? Das sieht man da, ist auch der Lichtschalter und die ist... Ne? Leuchtmittel zu sehen, sozusagen. Das ist hier genau das gleiche. Ne, auch mit R, dann hier Licht anschalten. So. Ja, das sind halt die Schüttguthallengeschichten, wo halt was passend reinpasst. Da gibt es dann zig und eine von und ihr seht es aber hier. Hier habe ich das Ganze auch mal für die Erdfruchtgeschichten und, und Hackschnitzel hingestellt. Ich glaube, das soll Hackschnitzel sein hier. Ja. Ne, also wie gesagt, seht ihr, da gibt es ja mehrere von. Die zeige ich dann auch gleich beim Aufbauen mal, was es genau ist. Das ist also schon platzierbare Mod Nummer 2 und das andere hier sind schön Fahnen, die wir hier dementsprechend sehen oder Flaggen, wie ihr wollt. Ne? Da seht ihr hier, das ist alte Porsche-Fahnen, die gibt es in verschiedenen Höhen. Da seht ihr selber, die Masten sind immer auf alt getrimmt und zum Hoch- und Runterziehen. Da dementsprechend fehlt unten der Part. Ne? Da seht ihr dann hier, das ist die kleinste Form. Ich habe da natürlich die jetzt nicht immer alle gleich hingestellt, ne? Sondern ich habe dann halt immer nur eine Version davon hingestellt. Und ich glaube, ich sollte von der anderen Seite lichttechnisch laufen. Da sieht man, es sind ganzen Haufen verschiedene dabei auf jeden Fall. Wie man hier dementsprechend dann auch sieht. So. Vielleicht sieht man sie so besser. Ja, da sieht man selber, ne, da ist noch Deutz damit bei, beispielsweise. Ne? Da sieht man noch schön Fortschritt. Güldner, Hanomag. Da ist noch MAN und Lanz. Also wie gesagt, sind ein paar schöne Sachen dabei, Schlüter auch noch am Start. Ne, also wie gesagt, wenn man halt das Ganze ein bisschen dekorieren will oder Farbe bekennen will zu dem, was für Fahrzeuge man am liebsten auf dem Hof benutzt, ne, hier habt ihr dann eine Chance dazu. So, das war die Platzierbahn, deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt hier auch gleich mal an. Wenn wir unter Dekorationen gehen und unter Sonstiges, dann sehen wir hier die Fahnen auch. Die kosten nämlich alle gar nichts, genau. Und gibt es halt, wie gesagt, alle in den drei Größen und ich kann die ganze Ecke durchblättern, seht ihr selber. Ich hatte aber ja die Größen an sich hier beim ersten hier demonstriert, da haben wir die dementsprechend hingestellt. So, wenn wir dann sonst bei Silos gucken. Falsch. Unter Hallen sind sie. Da sind sie. Da haben wir die Schüttguthallen dementsprechend dann. Ne? Da ist einmal eine, die im Prinzip neutral ist, sag ich mal so. Und dann haben wir hier die Schüttguthallen jeweils mit Inhalt 600.000 Liter. Und da steht auch immer, was das da ist. Ne? Also, da seht ihr selber Gerste, Hafer, Weizen. Ne? Und hier war Kartoffeln, Zucker, Rüben, Hackschnitzel. Lache ich ja richtig. Das Ganze gibt es auch dann nur für Zuckerrüben oder nur für Hackschnitzel. Also wie gesagt, wie man es haben möchte. 600.000 Liter geht rein. Dann kann man die Gebäude hier fast dicht an dicht klemmen sozusagen. Ne? Das passt dann schon.
Und mit 55.000 ist man bei dieser kleinen Garagengebäudegeschichte hier mit dabei. Da müsste man 55.000 für bezahlen. Und irgendwie haben wir hier auch 60.000 Liter Inhalt. Wo oder wie, weiß ich nicht genau, aber soll es anscheinend sein. Ne? Ich wüsste auf Anhieb nicht wo, aber ja, ne, muss man halt mal gucken. Ich hatte jetzt nicht gesehen, wo man was hinmachen kann oder nicht oder doch. Ich flitze da nochmal rüber, um nochmal drauf zu gucken, aber irgendwie, ja, ne? 60.000 Liter, wofür auch immer. Gucken, ob ich irgendeine Tür vergessen habe zum Reingucken. Das da oben sieht aus wie ein Scheinwerfer mehr. Ich sehe jetzt hier also keine Abladestelle oder sowas in der Richtung. Und dann seht ihr selber, das ist die einzige Tür, die ich nicht aufgemacht habe. Aber es war auch nur eine Fortsetzung zu dem hier. Also, wie gesagt, wenn jemand weiß, wie das lagertechnisch hier funktioniert, einfach Bescheid geben. Wäre nicht uninteressant. So, ich hüpfe dann jetzt einfach mal raus und wir fangen dann mal hier an. Und da haben wir nämlich Nummer 1 schon da. Das ist nämlich das gute Stück hier. Das ist nämlich ein John Deere 968 L2. So soll das gute Stück wohl heißen. Wir haben hier vorne eine schöne Schiebvorrichtung. Man sieht hier dementsprechend schön das Ganze geschützt. Auch die Auspuffanlagengeschichte oder sowas ist alles hinter dem Gestell geschützt. Man hat die Fenster hier vergittert. Noch an die Richtung hat man es offen, aber man fährt wahrscheinlich auch so dort mit. Und man hat dann hier halt die große Poltergabel, um den ganzen Spaß zu transportieren, sprich Holz. Ne? Das ist natürlich das, worum es geht. Wenn wir jetzt hier dementsprechend reingucken. So, ja, man gab einen kleinen Schnitt, nicht wundern. Gibt es hier noch ein bisschen Licht? So, da haben wir den ganzen Spaß schon. Das können wir in den verschiedenen Arbeitsstufen dann hier unterbringen. Wir haben natürlich hier an der Steuerung den Poltergabel-Part. Ne? Wir können hier Felder erstellen zulassen, warum auch immer. Es geht wahrscheinlich vorne mit dem Schieber dann. Ist ja auch mal eine andere Geschichte. Ne? Und wir können hier auch noch das Ganze anmachen. Auch noch die Fahrrichtung ändern, wenn wir uns mit den hinten um die Holzgeschichte kümmern, wie ihr da seht. Ne? Also das lässt sich dann drehen, das dreht sich das jetzt gerade. Ne? Hatte ich vielleicht nicht ganz richtig gezeigt. Und natürlich klar, wir haben hier ganz normal Schiebeschild vorne ist links, rechts mit der Maustaste, wenn man die linke gedrückt hält. Hoch und runter ist hier und die anderen Sachen, ne? Und Poltergabelbewegung, das ist halt ganz normal. Dort Beschreibung. Und man kann halt dann die Sachen sperren, so, dann geht das in den Fahrmodus sozusagen. Dann geht die halt in der Originalposition zurück, wie man halt damit durch die Gegend fahren sollte. Und nicht, dass es irgendwo hinschlackert, wo es nicht hingehört. Ne? Wenn man sich den ganzen Kram jetzt, ich mache den nochmal wieder aus, von innen angucken. So, da sind wir drin. Ne, wenn ich jetzt hier Licht anmache, sieht man, passiert nicht so viel. Wenn ich Motor anmache, dann sehen wir, haben wir hier schöne Anzeige, aber da haben wir auch nochmal ein kurzes Blinken, das Licht, der restliche Lichtpart kommt von außen, also da passiert dann hier drin auch nicht sonderlich viel. So, wir gehen mal wieder raus. Ich mache mal Licht wieder aus. So, und dann, ja, ich werde einfach den Motor frisch neu anschmeißen und runter mit drehen und dann gucken wir uns den nochmal im Shop an. Wo er da gerade gefahren ist, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, er kippt eher so ein bisschen, wenn ich zu schnell in eine Kurven gehe. Also Rückfahrlichtgeschichten oder sowas oder ne, Blinken oder sowas hat er nicht. Der fährt mitten im Wald, da passiert nichts. Motorsound ist relativ einfach gehalten, aber ja, ne, wie man möchte halt. Wenn wir jetzt hier hingehen, dann sehen wir bei Force Maschinen, können wir ganz am Ende gucken. Da ist er 205.000 kostet er. Ist hier angegeben mit 20.000 PS. Wie realistisch das ist eine andere Geschichte. Ne? Mit 48 Tonnen angegeben und ja, ne, also, okay. Wir können hier noch ein bisschen Farben ändern, wir können die Kapazitäten ändern, das ist wahrscheinlich dann eine Tankerweiterung, gehe ich mal von aus. Ne? Wir haben hier die Reifenvarianten, die können wir auch hier auf große Zwillingsbereifung umstellen oder halt normal oder halt die Zweiachsvarianten. Und wie gesagt, wir können das Ganze hier auch in Schwarz machen, wenn ihr sagt, ja, ich hätte das gerne in Schwarz, dann geht das auch in Schwarz. Was bleibt, ist immer die Beschriftung. Die ist immer in dem John Deere Gelb. So, und dann ja, haben wir noch einen. Genau. Da ist auch noch eine Mod. Und da sind wir auch schon. Da steht das gute kleine Stück. Da ist es. Und dann sehen wir, es ist ein Ursus
C330 läuft das hier in der Bezeichnung drüber. Wir haben einen sehr schönen Detailbereich hier im Motorbereich. Da seht ihr auch selbst die kleinsten Schraubengeschichten. Meistens ist das ja nur ein in gleicher Farbe lackierter Block. Aber hier sieht man die ganzen Verkabelungsgeschichten und sowas dran. Ich habe hier den alten klassischen Frontlader dementsprechend mit dran gebracht. Ne, ich kann hier anscheinend was bedienen oder auch nicht. Ne, das will er mich gerade nicht bedienen lassen. Warum oder wofür auch immer. Ich hüpfe mal eine Runde rein. Und gehe jetzt mal in den Innenbereich. Kann man jetzt von hier was sehen? Nö, irgendwie nicht. Also ich schätze mal, dass das nicht geht, weil ich den Frontlader habe, dass er deswegen irgendwelche Klappen nicht aufmachen kann. Also das ist dann eher mein Fehler, sag ich mal so. Ne, wenn wir jetzt hier gucken, kann ich natürlich hier den Kram setzen. Gucken, ob jetzt was geht. Ne. Ne, also ich gehe davon aus, dass der Frontlader das blockiert, was man machen sollte. Deswegen, ja, leider eher nicht. Ne? So, wir machen einfach mal hier den Lichtpart und dann seht ihr, ja, der geht und hinten blackert das auch kurz. Ne? Aber sonst funktionieren die Lichter leider nicht so richtig. Das ist ein Manko, finde ich, aber so ist es halt. Die Blinker wiederum, die funktionieren. Ne? Also das ist schon mal okay. Und rundum leuchten haben wir ja eh keine dran. Also das ist nicht das Ding. Wenn wir in den Innenbereich gehen und Licht anmachen, passiert so auch nichts. Wenn ich den Motor anmache, dann seht ihr selber, Schaltung geht und auch der Hebel bewegt sich. Aber eine Lichtreaktion an sich haben wir sonst so auch nicht. Ne? So, bevor ich jetzt hier, ups, falsche Taste, wollte ich gar nicht. So, bevor wir jetzt nämlich wieder rausgehen, Motor ist ja aus, dann gehen wir erstmal im Shop gucken. Den dürfen wir unter Kompakttraktoren finden. Da haben wir den Ursus C330. 15.000 kostet er. Ja, so bunt wie er da war, war er tatsächlich auch. Wir haben ja auch ein paar Reifenvarianten und noch ein paar andere Designgeschichten. Ne? Das hängt dann jetzt hier mit der Luftfiltergeschichte und sowas alles zusammen. Also sind sehr viele Kleinigkeiten, die hier drin sind. Ne? Seht ihr hier, ob hier noch ein extra Sitz ist oder was man hier noch alles... Ich bin der Sprache leider nicht mächtig. Es gibt auch das Ganze mit und ohne Kabine. Ne, für die Leute, die Frage stellen, ja, das geht auch. Ne, und ihr seht selber, wir können hier die Fender einstellen oder den Frontranbau setzen und die Hauptfarben. Ihr seht selber, wir haben hier 50 verschiedene Grautöne und verschiedene andere Töne. Also hier können wir richtig mal bunte Tüte machen. Ne. Mal gucken, ob wir alles fast in Blau hinkriegen hier. Ja, wohl nicht, dann haben wir das hier in Dunkelgrau. Also wie gesagt, ihr seht, da kann man farblich echt einiges ausmachen, hat man ein paar mehr Möglichkeiten. Ne. Das Einzige, was so rot bleibt, ist anscheinend die Haube, die ihr seht, weil das ist anscheinend eine Standardgeschichte. 30 PS hat das Ganze, 26 km/h fährt. Und genau diese 26 km/h werden wir uns jetzt auch mal noch miteinander anhören. Ja, funktioniert einmal frei. Rückfahrleuchten hat er jetzt in dem Sinne so auch nicht. Ne? Bremsleuchten funktionieren, aber ne, seht ihr auch da, die sind auch optisch zu sehen, aber leider ist nicht alles optisch zu sehen. Sprich, die normale Beleuchtung, wenn die an ist, die sehen wir so leider nicht. Ne? Das ist natürlich ärgerlich, aber so ist es halt. So, ja, ich würde sagen, ich rück die beiden hier nochmal so ein bisschen ins Licht. So, da haben wir sie auch schon. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über einen Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Und sei nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.